So, meine Damen und Herren, American Dream 2019 ist soeben zu Ende gegangen und wir haben auch natürlich Gesamtsiegerinnen und Gesamtsieger, wir haben Ligasieger, da kommen wir gleich noch zu und wir fangen natürlich mit einer Dame an. Die Gesamtsiegerin der Bikini-Klassen habe ich hier stehen. Hi! Hallo! Konntest du damit rechnen? Hast du damit gerechnet? Bist du damit schon mit der Erwartung hergekommen? Nein, eigentlich gar nicht. Das ist meine erste Saison, was ich mitgemacht habe. Also ich war theoretisch zweimal auf der Bühne in meinem Leben und ich habe damit gar nicht gerechnet. Also ich war total überrascht. Tja, so kann es gehen. Man startet das zweite Mal und schon sahnt man hier richtig fett ab. Geile Geschichte. Wie geht's weiter bei dir? Also wir wollten eigentlich die zwei Wettkämpfe in Köln und jetzt dafür benutzen ein bisschen die ganze austesten, wie das mit der Entwässerung läuft, damit auch ein bisschen Erfahrungen sammeln kann und jetzt möchte ich auch Herbst mitmachen. Ich kann dann auch dort in der Junior starten. Ich bin 22. Ja, und dann jetzt ein bisschen Pause und natürlich dann wieder Vollgas. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, mal austesten. Hat es denn soweit funktioniert? Ich meine, klar, heute ist man Gesamtsiegerin geworden. Seid ihr aber auch mit dem Paket zufrieden gewesen, du und dein Vorbereiter? Ja, also was mir eigentlich die Hauptsache war, dass definitiv Feedbacks und Rückmeldungen bekommen, wo noch vielleicht meine Schwächen sind, wo ich noch ein bisschen arbeiten muss. Und ja, das war mein Hauptziel und das ist natürlich dann Nonplusultra, dass ich noch gewonnen habe. Das Nonplusultra, das ist eine geile Bezeichnung. Dann sind wir natürlich mal gespannt, wie du dich in der Herbstsaison schlagen wirst. Da werden die Klassen natürlich weitaus mehr gefüllt sein, deine Konkurrenz wird weitaus größer sein. Aber das lässt sich nicht ab. Umso mehr Spaß, genauso ist es nämlich. Aber heute genieße den Sieg des heutigen Tages. Genieße die Heimfahrt auf jeden Fall, ganz entspannt, Füße hochlegen, mal ein paar Tage ruhen lassen. Wir sind mit dem Gesamtsieger zusammengefahren, übrigens. Achso, na dann wird es eine geile Rückreise. Ja. Genau. Liebe McDonald's-Filialen, wenn die beiden auftauchen, viel Spaß. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss.